Alex, sind wir da schon angekommen im Mittelmaß? Ja, wenn man jetzt ist nicht so schön, ne? Ja, ich sag mal, wenn man jetzt das nur über diese Zahlen definiert, Gott sei Dank hat man ja immer auch wieder andere Beispiele, dass nicht nur das Geld am Ende die Leistung dann auch widerspiegelt. Klar, in der Spitze, wenn du die Champions League gewinnen willst, ja, dann musst du auch dann solche Spieler wahrscheinlich auch verpflichten, klar. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht nur über das Geld definieren, die Qualität dann auch am Ende, die wir auf dem Platz sehen. Also, Peter, du sagst, ja, nein, wir sind nur noch ein Ausbildungsliga. Wir müssen mal ehrlich sein. Ich bin auch derjenige, der immer gesagt hat, Bundesliga, stärkste Liga der Welt und so weiter und so weiter. Das ist Vergangenheit. Wir müssen uns orientieren, in die Spitze gehen, Champions League. Die einzige Mannschaft, die mithalten kann, ist der FC Bayern München. Ansonsten haben wir nur noch Ausbildungsvereine in der Bundesliga. Die Ergebnisse in der Euroleague und so weiter sind katastrophal. Die waren hervorragend, sind katastrophal geworden. Aber die Entwicklung sieht eindeutig daraus, dass die Bundesliga Leute holt, ausbildet, weiterverkaufen muss, weil das ganz, ganz große Geld, von dem wir dann reden, ist schon fast pervers, wird woanders gezahlt. Wobei ich sagen muss, dass du zwar recht hast mit Bayern München, aber ich glaube, dass diese Überlegenheit des FC Bayern zwar vielleicht den Bayern-Fans lange Zeit gefallen hat, aber ich glaube, dass das für das internationale Geschäft auch für den FC Bayern nicht gut ist. Ich finde, dass die Mannschaften, die da drunter kommen, Dortmund, Schalke, dass die vor allem gucken müssen, wieder an die Bayern ranzukommen, damit einfach da die Leistungsdichte... Dann habe ich mehr Qualität, richtig? Genau, hast du mehr Qualität und dann ist es auch international vielleicht für uns ein bisschen einfach mal wieder die Champions League zu holen oder... Da hast du jetzt vom Ansatz her die richtige Analyse gebracht. Wie können wir was verbessern? Also wir richten uns nach Bayern München, müssen eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, um erst dahin zu kommen, wo Bayern München bereits ist. Nur wir dürfen nicht vergessen, Bayern München hat die Champions League, das ist deren Anspruch, in den letzten Jahren auch nicht mehr gewonnen. War irgendwo auch mal Schluss. Ich sage, das tut denen auch nicht gut. Genau. Aber wir geben 20, 30 Millionen trotzdem aus. Ja, für Durchschnitt teilweise. Ja. Wenn wir uns diesen Dingen nicht einfach öffnen, diesem globalen Markt, und da wird, ist der Ronaldo-Transfer, was Italien betrifft, der jetzt erst der Anfang dieses Ganzen, da werden andere Vereine werden nachziehen. Inter Mailand, AC Mailand ist jetzt übernommen worden von einem Hedgefonds oder von einem Investmentfonds in Amerika. Also da wird sehr viel Geld investiert in diesen Ländern, die das aus ihren Strukturen auch machen können. Aber wir können das in Deutschland nicht. Wir leben noch so, so wie die Nationalmannschaft aufgetreten wird. Wir sehen immer noch wir sind die beste Liga nach der Premier League. Das ist aber nicht mehr Realität. Und deswegen, der Neustart gilt auch für die Bundesliga. Was ist zu tun? Noch mehr Geld in die Hand nehmen? Ich weiß nicht, ob du unbedingt noch mehr Geld in die Hand nehmen musst. Ich glaube, in der Bundesliga muss erstmal ein Umdenken stattfinden. Nämlich die Bayern spielen in einer anderen Liga. Das muss erstmal aufhören. Da musst du dich erstmal darauf konzentrieren, dass du da auch mal wieder in ein Spiel gehst und sagst, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also es gibt in der Bundesliga erstmal ein Problem. Und dann gibt es das zweite Problem, das ist die Bundesliga dann wiederum im internationalen Wettbewerb. Und natürlich musst du dann irgendwann überlegen, wenn die vermeintlichen Superstars in Spanien, in England, in Frankreich und in Italien spielen, dass du dich vielleicht auch ein bisschen öffnen musst. Ich bin nur kein Freund davon zu sagen, lass uns die Kohle rauspulvern und lass uns dann irgendwelche Leute holen, sondern eine vernünftige Mannschaft, eine vernünftige Struktur bekommst du auch, glaube ich, mit Spielern hin, die irgendwo sich mittlerweile in diesem Bereich 20 bis 40 Millionen bewegen. Alles darüber hinaus, finde ich, ist Wahnsinn. Mit den Summen kann ich nicht umgehen. Und die neuen Superstars sehe ich in der Bundesliga eben auch nicht. Und im Nachwuchsbereich, wenn man mit den Verantwortlichen dort spricht, der Nachwuchs bietet auch kein Füllhorn von Superstars, die in zwei Jahren die Mbappés von Deutschland sind. Also da haben wir große Aufgaben vor uns. Und deswegen gilt es auch für alle da, gemeinsam anzupacken und diesem Ziel eben auch zu folgen. Wie können wir den deutschen Fußball wieder wettbewerbsfähig machen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich? Und die wirtschaftliche Komponente wird einfach eine große Rolle spielen. Da können wir uns nicht abkoppeln von anderen Nationen. Wir sind da nicht auf einer Oase der Ruhe, sondern wir sind da in einem knallharten weltweiten Wettbewerb. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ist das nicht auch ein Grund, warum... Leidet die Liga nicht auch darunter, die Frage dass die Trainer auch, mittlerweile auch gehen? Ob das auch ein Grund ist, warum unsere Nationalmannschaft eben in diesem Jahr nicht so gut gespielt hat? Weil das Kerngerüst ist ja schon der FC Bayern. Und wir haben es ja gesehen, in der Liga spielen die oder gewinnen die auch mit 80%. Wenn aber dann Real Madrid kommt, dann reicht es eben nicht mehr aus, wenn du so hoch springst, wie du musst. Also vielleicht ist das auch ein Grund. Und die Trainer, die besten Trainer, Klopp, Pep, Entschuldigung, du jetzt auch demnächst in England, sind dann alle in England. Also von daher ist das vielleicht auch ein Grund. Ja, ist es so, dass die Trainer... Ja. Ist aber als Ganzes zu sehen. Die Top-Trainer, sagen wir mal, die verlassen auch die Liga. Natürlich sind hervorragende Trainer, gerade von dir genannt, sind jetzt im Ausland. Aber genauso hervorragende sind auch noch im Inland, in der Bundesliga und auch drunter tätig. Das ist das große Problem nicht. Die Trainerqualität richtet sich ja nicht nur nach dem eigenen Vermögen, sondern mit das eigene Vermögen entwickelt wurde. Und das liegt an der Trainerausbildung.
auch da sollte man sich ein paar Gedanken machen. Das ist durchaus richtig, aber da bin ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner. Immer aufzutreten als der große Kritiker, der alles besser weiß, das weiß jeder, der mich kennt. Aber muss ich nicht sagen. Wir kennen dich. Aber ist es nicht auch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Europa League gesprochen haben, da kann jetzt ja keiner sagen, das hat nur was mit Geld zu tun. Und wenn man sieht, wie die Spanier da Jahr für Jahr abräumen, die eine größere Liga haben als wir, die im Pokalwettbewerben Hin- und Rückspiele haben. Wir haben eine 18er Liga und das Erste, was ich höre, wenn jemand in der Europa League-Saison geht, boah, wir schaffen ja nicht drei, dreifach Belastung, ja. Hoffentlich keine Abstiegsgefahr. Da wird schon etwas abgeschenkt von vornherein, wo andere Länder eine viel größere Belastung haben. Ja, aber du hast aber in Spanien hast du aber immer Barcelona und immer Madrid und die sind immer auf Augenhöhe und die müssen die Madrilenen und die Spieler von Barcelona müssen immer Vollgas geben. Bei uns hast du eben seit 4-5 Jahren den FC Bayern, die eher gerade über Dortmund 5-0 weghauen. Aber ich rede über Sevilla und ich rede über Atletico Madrid, die in der zweiten Reihe vier oder fünf Mannschaften. Ja, absolut. Ja. Aber wir müssen mal überlegen, dass deutsche Mannschaften gegen so Welttruppen aus Schweden ausgeschieden sind. Ja. Und nicht gegen Real Madrid oder Östersund, 5000 Einwohner. Zum Beispiel, ja, Hertha BSC lässt grüßen. Ja. Das sind die Nummern. Ne? Und da ist einfach, und das müssen wir eindeutig einsehen, die Bundesliga bildet im Augenblick aus. Und derjenige, der ein Ziel erreicht hat, der kommt dann hin und sagt, ja, jetzt haben wir im nächsten Jahr eine Doppelbelastung. Ja, wer diesen Spruch allein tätigt, wer diese Aussage allein tätigt, hat in diesem Job nichts zu suchen. Denn das muss ich handeln. A, arbeite ich dahin, irgendein Ziel zu erreichen. Wenn ich es dann erreicht habe, sage ich, oh, scheiße. Da komme ich leider da wollte ich gar nicht hin. 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 Ja. Ja.